Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Und wie ihr seht, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier die Plattform größer gemacht und einen Zaun drum gebaut, damit ich nicht aus Versehen runterfallen kann. Und ich habe hier einen Schaufelhead und einen Axehead in meiner Hosentasche. Warum das alles? Also das hier, ganz einfach, wir haben ja hier diese Erzverarbeitung. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kriegen wir die ganzen Cobblestone von da bis nach da? Und dann habe ich mir gedacht, so, ist eigentlich total bescheuert, wenn wir die Erzverarbeitung, wir können die ja einfach hier hinbauen, dann ist die gleich da. Und genau das werden wir auch machen. Wie sieht's aus? Ja, hier ist noch ein Netherquarz durchgekommen, wir haben genau zwei. Es würde jetzt theoretisch für eine Hoe reichen, aber die Kommentare sind natürlich beste. Wir machen uns was ganz Tolles. Und den ein oder anderen Zuschauer hier wird es ganz besonders freuen, das, was wir machen. Es wird ihn wahrscheinlich noch mehr freuen, wenn wir was ganz Spezielles damit machen. Aber das kann er vergessen. Schauen wir mal. Jetzt dürfte der sein, ne? Jawohl. Gut. Einer von denen hier brauchen wir nicht. Und dann haben wir eine Madhawk. Oh yeah. Und ich würde sagen, Steinaxt, tschüss. Steinschaufel, tschüss. Oh. Haben wir hier Kohle? Ja. Sehr gut. Einen Tank wollte ich dafür nochmal machen. Das ist alles, was jetzt zusammengekommen ist seit der letzten Aufnahme. Das ist, boah, lasst mir lügen, vielleicht 4, 5 Stunden oder so her. Ein bisschen länger vielleicht. Auch tut mir leid, dass die letzte Folge so spät am Abend gekommen ist. Aber YouTube dachte sich so, hey, warum nicht mal 100 Jahre mit dem Upload brauchen? Ich habe nur mit einem Mbit oder so hochgeladen. Nee, es hat ewig gedauert. Obsidian. Nice. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ah ja. Ich wollte hier vielleicht, ne, komm. Ich wollte hier irgendwo die Cropsticks rausnehmen. Genau da. Dann wollte ich hier das Feld bestellen. Oh, es ist ein Dream. So. Ach ja, man kann ja. Man kann ja mit Agricraft einfach hier so einen Wasserpool machen, ja. Das hätte ich da machen sollen. Egal. So, so, so. Also es wird noch ein riesiger Spaß, nicht das alles hier hochzuzüchten. Aber wird schon, wird schon. Was haben wir denn Schönes, was wir alles anbauen können? Irgendwann haben wir jedoch Seeds. Genau, wir haben normale Seeds. Ja, sehr gut. Grass Seeds. Ja, damit es schöner ist. Pam. So, haben wir noch irgendwas Schönes? Nochmal Grass Seeds. Bruce Sugarcane. Oh, Sugarcane ist sehr gut. Ja, that's it. Ah ja, ich habe geguckt. Oakwood kann man leider nicht aus Erde kriegen. Das haben wir uns endgültig, oder habe ich mir endgültig ruiniert. Lass mich raten. Sugarcane kann ich nur auf Sand placen. Aber ich kann doch hier, glaube ich. Genau, oder. Nee, ich muss es auf Sand placen. Okay. Haben wir Sand da? Natürlich haben wir Sand dabei. So, dann kann ich hier Cropsticks drauf und hier schon. Ah, okay, ich muss das tatsächlich so machen. Ah, dann Cropsticks und dann so wahrscheinlich. Ah, ja.
Klar, weil er kennt die Ex Nihilo Sachen nicht. Und hier machen wir einfach Weed. Hier befeuchtet es. Perfekt. Jawohl. Unser Feld wächst und wächst. Und hier hinten, wo die wo die Baumfarm hinkommt, es erscheint mir langsam ein bisschen klein für. Ja, wobei es geht eigentlich. Es geht in Ordnung. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Ich habe hier einen Dirt. Was mache ich mit einem Dirt? Ich weiß genau, was ich mit einem ganzen Dirt mache. Bam. So. Jetzt holen. Wir werden so sterben einfach mit zwei Hunger. Wie ich mich einfach nur so gerade so noch über Wasser halte. Kiste? Ach, der. Der Hopper hat die Kiste gefressen. Das ist auch lustig. So. Ui. Wenn das Ding lost geht, dann weine ich auch. Bei dem genauso. Hallo? Leute. Was ist denn los, ey? Moment. 20 Eisen nehme ich sehr gerne entgegen. Das gehört hier hoch. Das auch. Komm, der Flint auch. Die auch. Bam. Jetzt habe ich tonnenweise Gravel, aber egal. So. Können wir den Rest aufsammeln? Jawohl. Sehr schön. Läuft doch, läuft doch. So, eine Runde schlafen. So. Dann noch den restlichen Kram hier raus, wie zum Beispiel Diamanten. Ja. Ich soll mir nochmal den Builder-Swand anschauen. Ich habe das Rezept schon wieder vergessen. Builder-Swand. Ach ja, genau, Diablöcke waren das. Diablöcke. Es reicht noch nicht. Wir bräuchten 18. Aber ich will dann auch nicht alle Dias, die wir haben. Nee, 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 nee. Dafür brauchen wir schon deutlich mehr. Damit das Sinn macht. So, Auto Hammer. Jetzt nehmen wir mal hier. Also wir haben hier die Kobbelmaschine. Das heißt, wir können den Auto Hammer ja eigentlich dahin machen. Sollte es nicht eine Schaufel auch sein? Zumindest ist da eine Schaufel drin. Dann brauchen wir hier ein Autosieb. Genau. Ah ja, cool. Da ist jedes Mal ein anderer Typ drin. So. Und so. Boom. Und dann brauchen wir eine Kiste. So. Eine Kiste. Die am besten auf dem Kobbel steht, damit es zum Gesamtbild passt. Optisch gesehen. So, dann brauchen wir Rohre. Rohre. Transfer Pipes. Und wir müssen natürlich die Solardinger befestigen. Das heißt, einmal Solar da und einmal Solar da. Dann Rohre. Und da zweigen wir einfach den Kobbel nochmal ab. Und gehen direkt. Boah, bitte funktioniere. Jawoll. Das ist gut, das funktioniert. Also haben wir schon mal unendlich Cobblestone in der Anlage. Das ist super. Okay. Ich habe F7, glaube ich, eh an, ne? Ja, es funktioniert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier kann Gravel rein. Hier kann auch Gravel rein. Das ist wichtig. Okay. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir den ganzen Kram hier halt aufteilen. Alles, was da rauskommen kann.
Und da war jetzt die Frage, machen wir da die Compressing Draws oder machen wir für den Anfang tatsächlich Caches? Und ich glaube, wir machen echt Caches. Dafür brauchen wir nämlich nur Tin und ein Wood-Teil. Und Tin haben wir, glaube ich, einiges. Einiges ist untertrieben. Holy moly. Und da ist näheres Aluminium und da ist wahrscheinlich auch noch Tin. Okay, also Tin ist nicht unser Problem. Definitiv nicht. So. So. Okay, wir haben genug Tin, um die halbe Welt irgendwie ready zu machen. So, zack, 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 zack. So, wir bauen ab sofort nur noch mit. Nein, das war dumm. Wir bauen ab sofort nur noch mit Cash, das wollte ich gerade sagen. Und schon labere ich irgendeinen Mist. Rächt sich das. Zu Recht. Da oben wollte ich auch nochmal eine Fackel setzen, weil sich hier leider gelegentlich Monster ansammeln. So. Eisen. Haben wir Eisen hier drin? Ich glaube, ne? Wir machen mal einen Stack zu Stahl. Wir haben dann immer noch genug. Über einen Stack und wir haben da vorne in der Kiste auch noch was. Also von dem her sehe ich da kein Problem. Gut. Oh, wir haben nur noch eine halbe Hungerkeule. Okay, aber das hier ist gewachsen. Das heißt, wir können eine Melone essen. Und der Kürbis hier ist auch gewachsen. Okay, wir müssen. Boah, das ist jetzt echt schwierig. Weil. Ja, was machen wir denn da nur? Zu essen. Was könnten wir uns denn leisten? Onions haben wir nicht. Boah, ey, da werde ich noch so viele Sachen machen müssen. Pumpkin Bread ist sicher cool. Sugar und. Ja, das ist noch nicht fertig. Das ist noch nicht fertig. Das ist das Problem. Hör. Pumpkin. Das ist das Problem. Was könnten wir denn noch zu essen machen, was vielleicht einfach ist? Nee, das kann man nicht essen. Cheesecake. Nee. Okay, ich kann aus einem Pot und einem Pumpkin Stock. Okay, man kann Stock aus einfach jedem Mist machen, soweit ich das sehe. Das ist gut. Leder und Milch. Okay. Veggie Bait, Pumpkin Pie, ein Pumpkin, ein Ei und Zucker. Okay, eine Garden Soup. Stock und Pump. Ja, ich habe nicht genug Pumpkins dafür, ne? Oder habe ich hier noch irgendwo Stock? Ja, ich könnte aus dem hier Stock machen. Ich habe eine Idee. Wir machen Stock. Dann machen wir das da rein und das da rein. Und wir haben eine Garden Soup. Also, wie viel bringt die jetzt? Naja. Besser als sterben. Und dann essen wir den Stock hier auch einfach noch und dann. Sind wir erstmal wieder on live. Okay, hier breitet sich das Gras aus. Das ist gut. Das heißt, es könnten hier theoretisch sogar Kühe und Schweine und sowas spawnen. Ich weiß nur nicht, ob wir die dann schlachten und essen sollen und ob die dann respawnen oder ob die dann einfach tot sind. Ah ja, genau. Hier landet jetzt der ganze Crap. Okay. Schauen wir mal nach dem Tin. Beziehungsweise haben wir denn Holzstämme überhaupt? Natürlich nicht. So. Einmal alles wegreißen. So, danke Bäume.
gibt mir Orest Saplings. Vielen, vielen Dank. Da rein. Ah, genau, hier kommt Tin raus. 34 Ingots, das ist schon mal gut. So, also wir werden eine Menge brauchen. Wir werden wirklich eine Menge brauchen. Denn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und was kann denn aus Gravel alles rauskommen? Das müssen wir jetzt mal ganz kurz nachschauen. Gravel. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 verschiedene Sachen. Wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben genau die Hälfte aktuell. Das heißt, wir brauchen nochmal so viel. Und ich sehe gerade, dass es so richtig unschlau ist. Denn, ja, das Ding hier ist, glaube ich, noch unschöner. Das Lavarohr. Weil es verbindet sich hier mit einfach allem. Ich hätte tatsächlich gerne das Lavarohr unter der Plattform. Ja. Und jetzt haben wir wieder das typische Problem, wie kommen wir da drunter? Weil dann können wir das hier wieder hochführen und dann ist es uns halt nicht im Weg, ne? Aber das ist halt super gefährlich. Ja, wir müssen da wieder mit Wasser runter, denke ich mal. So. Moment. Nichts für ungut, aber das Zeug ist gerade ein bisschen zu wertvoll, um es zu verlieren. Wow. Ich muss hier raus. Oh nee. Nee, 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 nee. Habe ich mich selber hier richtig dumm eingebaut? Kann das sein? Nee. Ho, 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 ho. Okay. Okay, einmal. Ich will das Zeug wieder weg haben. Action. Okay, jetzt wäre die Facecam los. Nicht Idiot. Jetzt wäre die Facecam wahrscheinlich tatsächlich mal sinnvoll gewesen. Tut mir leid, tut mir leid. Ich hoffe, das gibt's ab morgen oder so wieder. Ich habe schon ein bisschen aufgeräumt. Ich glaube, ab morgen kann ich euch das wieder zumuten. Glaube ich. Ich verspreche nichts. So. Ne. Ne. Oh, die teuren Rohre. So, so. So. Einmal schlafen, damit hier Ruhe vor Mobs ist. Meine Güte. Also, ich glaube nicht, dass wir hier in der Folge fertig werden, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass ich gleich noch eine Folge aufnehme. Was natürlich bedeutet, dass ihr die Facecam erst übermorgen kriegt. Naja, gut. Gibt Schlimmeres. Aber ich glaube, es macht Sinn, gleich noch eine Folge aufzunehmen, weil dann haben wir ein paar Tage, wo der Server hier läuft. Und dann geht hier richtig die Party ab. Dann kommen wir zurück und sind einfach richtig rich. So, zack, 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 zack. Okay.
So. Puh. Okay, es hat uns das Leben von ein paar Fackeln und so gekostet, aber... Wayne. Moment. Wir machen das am besten so. Ich hoffe, das geht. Und dann hier drüber nochmal 8. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Ob es das ist, keine Ahnung. Jo. Okay, eine Menge Tin auf jeden Fall. Eine Menge Tin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Ja, genau. 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Ja. Gut, dann muss ich noch ein bisschen Stein brennen. Okay, wir haben gebrannten Stein. Sehr schön. Dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone und noch ein bisschen Glas. Pipe. Transport. Pipe. Hä? Hieß das nicht so? Mein, jetzt bin ich... Doch. Transport. Komm schon, vielleicht kriegen wir es doch noch fertig. Extra Utilities. Das ist doch, glaube ich, von Extra Utilities, oder? Ja. Transfer. Ach, Transferpipe. Hä? Wo ist das Problem? Glas. Ja, gut. So. So, und hier brauchen wir dann noch so einen Sauger. Jetzt gucken wir mal, ob wir genug Redstone haben. Boah, unser Redstone. Wir brauchen die gleiche Anlage definitiv auch nochmal für Dust, weil das ist ein dezentes Drama hier mit dem Redstone. Transfer Node. Jetzt bin ich schon. Transfer Node. So, einmal Transfer Nodes, einmal Stone. Okay, noch 2 Redstone und eine Chest. 2 Redstone. Und eine Chest. Okay, Transfer Node. Zack, zack. Mit einer Enderperle wäre es schöner, aber haben wir nicht. So. Boom. Und das müsste jetzt bedeuten. Ja. Oh, es funktioniert, Leute. Wir haben es sogar geschafft. Wir haben es sogar in dieser Folge noch geschafft. Hätte ich jetzt nicht mehr erwartet, muss ich zugeben. Aber ist schön. Ist schön, ist sehr schön. Freut mich. Hier so. Nice. Ja, cool. Dann warte ich jetzt hier noch ein bisschen offscreen, bis alles gefüllt ist, um sicherzugehen, dass da auch wirklich nichts doppelt belegt ist und dann sich irgendwas anderes anstaut. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und bis zur nächsten Folge. Tschüss!